Mein Name ist Oskar und ich freue mich auf den Workshop über die Refugee-Krise und die Stärkung der extremen Rechten in Europa. Ich bedanke mich bei den Übersetzern und Übersetzerinnen, die sich gefunden haben. Ich werde den Workshop beginnen mit einem Input-Referat über die Hintergründe der Krise und über die Erfahrungen der Kämpfe. Die Krise der Geflüchteten, die Krise des Imperialismus, beginnt im Nahen Osten und in Nordafrika. Es ist eine Krise, die stattfindet in einer Phase der Wiederherstellung der imperialistischen Ordnung in den Krisengebieten in Nahost und Nahafrika und Nordafrika. Teil dieser Phase, dieser Krise, ist der Aufstieg des Islamischen Staates und ist die Niederschlagung des arabischen Frühlings und seine reaktionäre Wende in einen arabischen Herbst. Teil dieser Krise ist auch die anhaltende wirtschaftliche Krise seit 2008 und die anhaltende Armut, die eine Zwangsmigration verursacht. Die imperialistische Hegemonie der USA ist selbst in reaktionären Bürgerkrieg in Syrien in einer Krise. Das bisherige Regime, das Regime der Grenzen in der Europäischen Union, basierte auf den Verträgen von Dublin. Und die Stabilität dieser Verträge ist in Frage gestellt. In den letzten 1,5 Jahren in der Geflüchtetenkrise haben mehrere Staaten wie Österreich, wie Ungarn, wie Dänemark ihre Grenzen wieder geschlossen. Unterdessen ist die Lösung von Angela Merkel auf die Frage der Geflüchteten eine imperialistische Lösung Deutschlands in Anführung der Europäischen Union. Also eine Lösung, in der Deutschland die Europäische Union in den Vordergrund stellt. Dem deutschen Imperialismus, die Interessen des deutschen Imperialismus, sind dabei materielle Interessen der Ausbeutung von Geflüchteten als Arbeiter und das Interesse der Hegemonie über die Europäische Union. In Deutschland selbst, ist die Geflüchtetenkrise begleitet von vielen Verschärfungen von Gesetzen, von vielen reaktionären Gesetzen gegen Geflüchtete. Also währenddem Deutschland eine hohe Anzahl von Geflüchteten aufgenommen hat in der Krise, sind die Gesetze gegen Geflüchtete verschärft worden und die Geflüchteten müssen unter illegalen Bedingungen und prekären Bedingungen werden sie überausgebeutet. Gleichzeitig mit der Geflüchtetenkrise, die eine kapitalistische Krise ist, erleben wir einen Aufstieg von rechten, reaktionären Bewegungen. Also ich habe von einer Krise gesprochen, einer imperialistischen Krise, weil das bisherige Regime, mit dem die Stabilität in Europa gewahrt bleibt, mit dem die Stabilität in Europa existiert, in Gefahr ist. Deshalb handelt es sich um eine imperialistische Krise, weil Europa ein neues Regime der Stabilität entwickeln muss. Ein wichtiges Beispiel für diese Krise in der Europäischen Union ist der Aufstieg von Rechtsextremen, kleinbürgerlichen, isolationistischen und auch faschistischen Bewegungen. Zum Beispiel in Großbritannien, in den Benelux-Staaten, in Frankreich, in Österreich, in Schweden, in Ungarn. Also wir erleben viele Parteien, sogar Regierungen, reaktionäre Massenbewegungen, die eine isolative, reaktionäre Antwort auf die wirtschaftliche Krise und auf die Geflüchteten in Europa geben. Den Höhepunkt dieser Krise der Europäischen Union bildet der Brexit bisher. Exemplarisch anhand der rechten Opposition in Deutschland. Ich möchte ein Beispiel geben über die rechte Opposition in Deutschland gegen den Kurs der Europäischen Union, gegen das deutsche Regime von Angela Merkel. Die Ursache für die rechten Massenbewegungen, für die reaktionären Massenbewegungen, ist folgende Tatsache. Die einzige Opposition gegen Angela Merkel gibt es von rechts. Und es gibt keine Linke, es gibt keine Antwort der Arbeiterinnen in Deutschland auf die Fragen der Krise, auf die Prekarisierung und auf die Instabilität der Europäischen Union.
Die fehlende Antwort der Linken und der Arbeiterinnen basiert auf dem Chauvinismus in der Arbeiterinnenbewegung selbst und auf dem Chauvinismus in den linken Parteien. Die Parteien wie die Linke, wie die Gewerkschaftsbürokratien, sie kollaborieren in einer Sozialpartnerschaft, in einer sehr starken Kollaboration mit dem Kapital. Und sie befürworten sehr stark das kapitalistische, imperialistische Projekt der Europäischen Union. Und es gibt in Deutschland von der linken Seite zurzeit keine Möglichkeit der Opposition gegen den Kurs von Angela Merkel. Und das ermöglichte es der extremen Rechten in Massenbewegungen und in der Partei der Alternative für Deutschland einen großen Erfolg zu haben. Sie können sagen, dass sie die einzige Partei, die einzige Bewegung sind, die Anti-Establishment sind, die gegen die etablierten Eliten des Kapitals, der Regierung, der Bürokratie arbeiten. Dabei vertritt die AfD, vertritt Pegida selbst eine arbeiterinfeindliche Politik. Ich möchte auf die Gegenbewegung eingehen, zu dem Rechtsruck. Wir haben in unseren Eingangsdiskussionen gestern Abend über die Polarisierung gesprochen. Die Polarisierung, also eine Bewegung nach links und eine Bewegung nach rechts in Europa. In Deutschland fällt diese Bewegung nach links extrem klein aus, weil Deutschland einen sehr hohen Überschuss an Auslandsprofiten hat und weil Deutschland eine sehr hohe Stabilität hat. Also es gibt eine sehr starke Bewegung nach rechts, aber nur eine winzig kleine kämpfende Minderheit, die progressiv ist. Und in diesem Kontext, in diesem Zusammenhang, bilden die kämpfenden Refugees selber die dynamischste Bewegung in den letzten Jahren in Deutschland. Ihre hauptsächlichen Forderungen sind um Bleiberecht, Right to Stay, und um demokratische Rechte. Zum Beispiel, dass sie nicht in Lagern leben müssen und dass sie sich frei bewegen dürfen. Aufgrund der fehlenden Unterstützung durch die Arbeiterinnenbewegung und durch die Linke in Deutschland, aufgrund des Chauvinismus und aufgrund der autonomen Strategien gab es eine Reihe von Niederlagen des Refugee-Kampfes. Dennoch sind die kämpfenden Geflüchteten der dynamischste Sektor von Kämpfen in Deutschland, eine Bewegung, die seit 2013 eine große Ausstrahlung hat und die Gruppe Rio in Deutschland unterstützt. Ich möchte die Forderungen und die Interventionen erklären anhand dieses exemplarischen Kampfes, die sich sowohl gegen die rechtsextreme Bewegungen richten, als auch gegen die Regierung, gegen die deutsche Regierung. Denn die deutsche Regierung ist es, die den größten Schaden an Geflüchteten macht, die größten Angriffe auf Geflüchtete macht mit Abschiebungen und mit ihrer Teilnahme an Kriegen. Und vor diesem Hintergrund der Bewegung nach rechts, ohne eine Bewegung nach links in Deutschland, versuchen wir Lösungen des Übergangs zu entwickeln, mit denen wir in die Bewegung der Refugees und in die Bewegung gegen rechts intervenieren. Es ist also ein Ansatz, ein Beispiel ist die Einheit von linken, progressiven Jugendlichen und von Refugees. Zum Beispiel in dem Bündnis Jugend gegen Rassismus, an dem wir beteiligt sind. Oder in einer Demonstration in Berlin mit Refugees aus dem Sudan, die letztes Wochenende stattfand. Diese Einheiten des Kampfes haben einen demokratischen Inhalt mit dem Recht zu bleiben und sie richten sich auch in der Praxis gegen den Imperialismus, weil sie die deutsche Regierung, die Politik der deutschen Regierung konfrontieren. Die Inhalte der Einheit von Geflüchteten und Jugendlichen sind demokratisch. Demokratisch, weil sie mit dem Bleiberecht, Recht zu bleiben, mit dem Recht auf gleiche Rechte, also zum Beispiel auf Bewegungsfreiheit. Und sie haben aber auch in der Praxis einen antiimperialistischen Inhalt, weil sie sich gegen die Abschiebungen
und gegen das Regime von Angela Merkel wenden. Eine Aufgabe einer revolutionären Gruppe ist einerseits diese Kampfeinheit zu suchen, diese Einheit zu suchen in der Praxis. Und unsere Aufgabe ist aber auch die Propaganda für ein Programm der Arbeiterinnenklasse selber. Denn wie ich gezeigt habe, die Basis des Rechtsrucks, die Basis der Bewegung nach rechts, ist der Sozialchauvinismus in Deutschland. Und deshalb brauchen wir eine Propaganda für unsere Klasse. Teil dieser Propaganda ist, dass die Geflüchteten selber Teil unserer Klasse sind. Das ist ein großer Unterschied zu dem autonomen Paradigma. So sind die Geflüchteten selber, sie müssen arbeiten, sie sind Arbeiter und Arbeiterinnen. Und sie arbeiten unter den prekärsten und den unterdrücktesten Bedingungen. Und eine Forderung an die Gewerkschaften ist, dass die Gewerkschaften die Geflüchteten politisch unterstützen. Es gab in diesem Zusammenhang auch die Besetzung von Häusern von Gewerkschaften mit der Forderung nach politischer Unterstützung gegen Abschiebungen. Diese Propaganda und diese Arbeit mit Geflüchteten, sie ist also auch ein Angriff auf die Sozialpartnerschaft in Deutschland. Im Zusammenhang mit der faschistischen und rechtsradikalen Bewegung ist es auch notwendig, Einheiten zu bilden zum Bekämpfen der faschistischen Gruppen, um sie direkt zu bekämpfen. Ein Beispiel dafür in München ist, dass wir versuchen, die Faschisten aus der Universität zu treiben. Ein gleichzeitiges Element der Arbeit gegen den Faschismus und gegen die Rechten ist aber auch die Propaganda und die Agitation gegen unsere eigene Regierung. Denn die Angriffe der Regierung auf die Rechte der Geflüchteten machen überhaupt erst die rechten Bewegungen möglich. Außerdem ist die fehlende Opposition gegen die Regierung, auch aus der autonomen Bewegung, ist ein Grund dafür, dass die Rechten sagen können, sie sind die einzige Opposition. Wir versuchen also, unseren Kampf gegen die Rechte zu verbinden mit einem unnachgiebigen Kampf auch gegen unsere Regierung. Und schließlich brauchen wir auch eine Perspektive, die über Deutschland hinausgeht. Wir brauchen eine internationale Organisation gegen die Europäische Union, die dem Kapital gehört. Und die verantwortlich ist für das Grenzregime gegen die Geflüchteten und die Politik der Europäischen Union als Instrument des Imperialismus ist auch verantwortlich für den Aufstieg der Rechten durch die Politik der Austerität, durch die Prekarisierung. In diesem Sinne ist die Europäische Union auch in der Refugee-Krise ein Apparat im Interesse der imperialistischen Kräfte in Europa. Gleichzeitig richten wir uns gegen die souveränistischen Lösungen auf die Krise, gegen die nationalistischen und souveränistischen Lösungen, Lösungen der Souveränität des Nationalstaats. Der Souveränismus bedeutet die Tendenz in der Linken und in der Rechten der Rückkehr zum Nationalstaat, der Rückkehr zu den nationalen Grenzen, und der angeblichen Wiederherstellung der Souveränität. Also die Ablehnung der Europäischen Union, aber nicht auf einer antikapitalistischen Basis, sondern auf einer nationalistischen Basis. Prominenteste Beispiele des linken Souveränismus sind Versuche gewesen in Griechenland von der Syriza-Regierung, die gescheitert sind wegen der Macht der Europäischen Union und wegen der Macht Deutschlands. Und den größten Impact, den größten Einschlag des Souveränismus ist der Brexit. Und während dem Syriza noch fehlgeschlagen ist mit ihrem Souveränismus, haben viele linke Tendenzen, also auch viele trotzkistische Tendenzen in Großbritannien, selber eine Propaganda für den Brexit gemacht. Und damit haben sie sich in eine Front gestellt mit den Rechten und mit den Nationalisten, die den Nationalstaat und die nationalen Grenzen verteidigen. Wir sind dagegen der Ansicht, dass unsere Antwort auf die Krise der Europäischen Union, unsere Antwort auf die Geflüchtetenfrage, sie ist nur möglich als eine internationale Antwort und sie ist nur möglich als eine Antwort der Arbeiterklasse. Wenn wir also sagen Nein zur Europäischen Union,
dann meinen wir nicht den Rückkehr zu den kapitalistischen Nationalstaaten, sondern wir meinen den proletarischen Kampf gegen diese Nationalstaaten. Und wir meinen die Einheit der Jugend und der Arbeiterinnenklasse, der Gewerkschaften mit den Refugees für volle demokratische Rechte für alle und für ein besseres Leben, für bessere Arbeitsbedingungen und gegen die Prekarisierung. Und wir meinen auch eine antiimperialistische Arbeit im Sinne einer Arbeit, einer Propaganda gegen die Kriege, die von den Staaten der Europäischen Union ausgehen, die von Deutschland und von Frankreich auch ausgehen. Und gegen die imperialistische Wirtschaftspolitik in den Halbkolonien, die die Flucht verursachen. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit und ich danke besonders meinen beiden Übersetzern und Übersetzerinnen.